was so eigentlich Anno Domini. Wie kommst du jetzt auf das? Nur so. Wegen heute Nacht. Was de, Leo? Ich hab nämlich heute Nacht voll einen komischen Traum gehabt. Ach so? Magst du mir erzählen, Zwergi? Ich weiß nicht. Geh weiter, komm schon, erzähl. Na gut, dann erzähl dann. Also, in meinem Traum, da war auf einmal ein Schachbrett. Gell? Und dann hat er Stimme gesagt, pass auf, ich erkläre dir jetzt was. Und ich hab dann natürlich gefragt, wer bist denn du? Und stell dir vor, hat die Stimme gesagt, Gott. Und er hat gesagt, das geht immer Zug um Zug. Zuerst er ein Zug und dann wieder sind die Menschen dran. Und dann wieder er. Also er hat mir das so erklärt. Er hat alles einmal gemacht am Anfang. Also die Welt und die Menschen und halt uns auch. Aber wir kommen jetzt, sagen wir, in der Geschichte noch nicht vor. Aber ist ja wurscht jetzt. Und Gott und die Menschen, die waren voll miteinander verbunden. Und da hat es noch kein Tod gegeben und keine Krankheiten. Und es war wirklich wie im Paradies. Also es war eigentlich ein Paradies. Aber dann ist voll was Schreckliches passiert. Da ist dann also eine Schlange gekommen und die hat zu den Menschen gesagt, wisst ihr, Gott mag euch gar nicht. Und der lügt euch sogar an. Und dann, die Schlange war ja der Teufel, der hat dann gesagt, hört lieber auf mich, dann geht's euch besser, hat der gesagt. Und stell dir vor, die Menschen, obwohl sie alles gehabt haben, haben sie dann den ersten falschen Schachzug gemacht. Sie haben dann im Teufel mehr geglaubt als Gott. Und auf einmal ist ganz finster geworden. Und dann war auf einmal, waren die Menschen voll von Gott auf einmal getrennt und haben überhaupt nicht mehr seine Liebe gespürt. Und kalt ist es geworden. Und das Arge war, sie haben sich dann auch gegenseitig nicht mehr gern gehabt. Und haben sich sogar getötet. Gegenseitig. Also, man kann sagen, sie waren vollkommen verloren. Und Gott war auch voll traurig. Und er hat sich gedacht, ich muss was machen. Ich will wieder mit meinen Menschen verbunden sein. Dann hat er einen super Plan gemacht. Er hat gesagt, ich verkleide mich jetzt als Mensch und komme auf die Welt. Und das hat er dann auch gemacht. Das war Gottes Antwort auf den falschen Schachzug von den Menschen. Und dann hat es aber nur ein bisschen gedauert. Also 30 Jahre war Jesus dann, wie er am Kreuz dann für die ganzen Menschen gestorben ist. Für die Schuld, was sie da haben, ist er gestorben. Und stell dir vor, wenn Jesus das nicht da hätte, dann kamen alle Menschen in die Hölle. Für immer. Aber Jesus hat ihn im Tod besiegt. Und stell dir vor, dann ist ein volles Wunder passiert. Nach 3 Tagen ist er wieder voll lebendig geworden. Und jetzt lebt er für immer. Also ja, sagen wir jetzt, in dem Moment lebt er auch. Aber jetzt kommt erst das Wichtigste. Weil jetzt ist der Mensch wieder am Zug. Aber die meisten Menschen glauben ja, Gott muss was tun. Und dabei hat er schon alles gemacht. Aber die Frage ist ja, wie soll jetzt da der nächste Schachzug von den Menschen ausschauen, sagen wir. Weil in dem Buch, was sie da immer lesen, da steht drin, also Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Und jeder, der Jesus annimmt als sein Retter und Erlöser, der ist wieder mit dem Vater verbunden. Und das Arge ist ja, viele Menschen glauben, sie müssen nur immer genug gute Taten machen und so. Und dann kommen sie in den Himmel. Dabei stimmt das gar nicht. Weil
kein Mensch soll man, kann sich selber retten. Aber das glauben viele. Aber Gott sei Dank haben wir ihnen das jetzt gesagt, was der nächste Schachzug ist. Und sagen wir, also wenn ich jetzt ein Mensch war, ich tat in dem Buch schon einmal lesen, in der Bibel, weil da steht ja alles ganz genau drinnen von dem Rettungsplan. Aber die Schlange, die gibt's immer noch. Und die sagt dann, nein, das ist jetzt ja auch nicht. Weil sie nämlich nicht will, dass die Menschen die Wahrheit erfahren. Und das muss halt jeder dann selber entscheiden, auf wen er mehr hofft. Leo, was denn? Ich glaube, das war gar kein Traum. Schlaf jetzt, Zwerge, komm. Na gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Und nur was, ich weiß jetzt, was Anno Domini heißt. Ist schon recht, Zwerge, gell?